Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Ja, wir beginnen hier mal am anderen Ende der... Oh, scheiße, bin ich zu weit gelaufen. Am anderen Ende des Sumpfes, wollte ich gerade sagen. Eieiei, ich muss mich noch ein bisschen mehr beeilen, weil ich sehe gerade, ich werde invasiert. Und das wäre etwas unvorteilhaft. Eieiei. Meine Güte, ein Stress hier. Au! Parier das. Immer aus dem Weg. Siehst du, ich bin gerade beschäftigt hier. Au! Falsch. Wo ist eine... So eine kurze Reichweite oder ist nur... Ja, das ist weiter. Na gut. Dann eben so, ne, vergiss es. Du parierst mich nicht. So, jetzt nochmal. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geschätzten Zuschauer. Wir machen hier direkt im Sumpf weiter. Mit drei Estus. Müsste das eigentlich ganz gut möglich sein. Mann, ich muss Wucht echt bei Gelegenheit mal austauschen. Da komme ich so nicht weit. Böse Krabbe. Große, hässliche, böse Krabbe. Komm bitte. Jai. Na komm. Mach was. Ab. Na, bisschen lang die Invisibility Frames, ja. Und bei dieser Krabbe da rechts, wie ihr gerade gesehen habt, bekommt ihr immer den Ring des großen Sumpfes normalerweise. Insofern ich recht informiert bin. Pyromanten starten mit diesem Ring im Übrigen. Also die haben den immer zu Beginn und wir werden schon wieder invasiert. Meine Güte, du kannst hier nicht mal in Ruhe eine Let's Play-Folge aufnehmen. Ist ja furchtbar. Ist ja furchtbar. Ist das da vorne dasjenige, welche, nach dem ich suche? Ist es es? Nein? Er muss es... Ah, da hier. Leute, das hier habe ich gesucht. Das müsste sein, oder? Jus, was ist es? Ein guter alter Graswappenschild. Wo ist er denn, dieser... Oh, hallo. Und nu? Hallo, ich würde schon gerne meinen Backstab bekommen, ja. Da geht die Animation ewig lang, aber er wird nicht in den Backstep gezogen. Oh Gott. Ach so.
Im Übrigen, wenn ich das richtig sehe, hat er schon bis Irithyll gespielt. Das erkennt man am Speer, also sprich, da hat einige Estus-Aufladungen, möchte ich mal von ausgehen. Ach so, ich stehe hinter ihm. Ernsthaft, ich laufe dir nicht hinterher. Für wie blöd hältst du mich? Kämpf doch selbst gegen die Krabbe. Und spiele ich eben weiter. Wie gesagt, das ist jetzt alles Let's Play Zeit. Ich habe keine Zeit, hier eine Dreiviertelstunde gegen den Hämpfling rumzukaspern. Ich hatte sogar Knockback durch den. Ach komm. Hat soll ja, und übrigens, meine Damen und Herren, wir sind jetzt hier in Pharaons hässlich schlechten, nervigen Todessumpf auf Doom. Natürlich habe ich wohl keinen. Nein, habe ich nicht. Ach Leute. Das geht mir echt auf die Eier, auch in Dark Souls 3. Das war irgendwie in Dark Souls 2 berechenbarer. Du darfst durch allem durchrollen. Oh. Nö. Ja, ja, kannst dich ruhig heilen. Sumpf frisst dich allmählich auf. Ja, ja, oh, jetzt schießt er aber mit Pfeilen. Jetzt bin ich aber eingeschüchtert. Wow. Nicht mal trinken kannst hier was in aller Ruhe. Bleib im Sumpf. Ich will dich hier nicht sehen. Ach komm. Bitte schön. Was meinst du, was du die ganze Zeit dann mit deinem Schild treibst? Ja, heil dich, komm. Na, heil dich. Oh, wow. Oh, wow. Er hat Heilungshilfe. Wow. Wow. Da darf ich jetzt in aller Ruhe mal was trinken, ja? Mach ruhig. Oh, jetzt hat er aber, jetzt hat er aber hier, ne? Jetzt hat er aber hier. Weiß schon, also ich bin nicht der, der hier gerade vergiftet. Also ich meine ja nur, also. Backstab-Animationen für'm Arsch. Bin eine ewig lange Animation gefahren. Nein. Ja. Mach's gut. Aber gut, im Endeffekt sind wir jetzt da, wo wir eigentlich hin wollten. Und zwar am großen Sumpf. Hier haben wir gleich das Leuchtfeuer. Das würde ich gleich mal entzünden. Und dann setzen wir uns hier hin. Mein Gott. Jetzt abenteuerreich, oder? Ah. Jetzt komme ich auch mal in aller Ruhe kurz dazu, was zu trinken, weil es ist heute ein bisschen warm. Ja, ich nehme gerade am Sonntag auf.
So, dalle. Jetzt müssen wir aber dennoch noch mal kurz hoch. Ach, wobei. Nee, Quatsch. Müssen wir nicht zwingend. Es entgeht uns dadurch nicht wirklich was. Also, wir können auch hier unten entlang. So. Sind wir im großen Sumpf. Mal ein bisschen kurz orientieren. Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht gleich wieder invasiert werden. Das wäre der zweite, glaube ich, schon in der Folge, richtig? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, doch. Ich glaube schon. Da war was, ne? Doch. Übrigens, die Gegenstände haben eine unterschiedliche Intensität, wie sie glühen. Wie das hier, weil es ein kleineres glühen. Das heißt dann so viel wie, es ist ein nicht so wichtiger Gegenstand. Vermutlich auch an der Leiche da jetzt, wenn mich mein Auge nicht drückt. Genau. Das da müsste eigentlich auch nichts sonderlich Wichtiges sein. Hoch. Ja, kleine Titanitscheiben brauche ich eigentlich gerade nicht mal mehr. Aber, schaut mal an, das Ding hier leuchtet, das leuchtet wie Hölle. Ist du Scheibe. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist ein wichtiges Item. Irgendwie muss ich doch da... Ach, hier, doch. Ah, muss ich, da bin ich doch nicht ganz falsch. Genau. Hier hoch und jetzt einen anlocken. Nerv nicht. Dankeschön. Excuse moi. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten. Und zwar müssen wir bei denen hier, also nicht bei den Gegnern, sondern hier, jeweils immer die Öfen hier ausmachen. Diese Öfen nämlich sind dafür da, um das Siegel hier zu brechen. Ja, und das wirft dunkle Schatten voraus. Entschuldigung, ich wurde gerade eben unterbrochen und zwar hatte sie das Kabel meines Mikrofons etwas gelockert. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob da jetzt die Stimmaufzeichnung mit aufgenommen wird oder nicht mehr. Also wäre ja nicht so toll, wenn dem so gewesen wäre. Genau. Normalerweise. Oh, das hier. Das hier sind ganz furchtbare Gegner, die da. Die aufrechtstehenden, ich nenne sie mal Satyren. Die haben nämlich einen... Dieser Sprungangriff zum Beispiel macht sehr, sehr viel Schaden. Und sie haben einen Grab-Angriff, wo sie dir quasi den Schädel abreißen wollen. Ja, das ist auch nicht so geil. Ich werde auch den Sumpf jetzt nicht in aller Länge erkunden, weil vieles hier... Man findet im Sumpf zum Beispiel auch das Großschwert. Also... Auf einen der Brücken da, die eingestürzt ist. Das werde ich jetzt allerdings nicht extra im Let's Play suchen. Zum einen, weil es für meinen Charakter belanglos ist, weil ich werde sowas nicht nutzen wollen. Tun werden hier und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben hier schon einen zweiten Ofen. Die Animation jetzt allerdings werde ich überspringen, weil wir kennen es ja. Es geht halt einfach hier dann das zweite Ofenrohr aus, das zweite Feuer an der Schale entzündet sich und so weiter und so fort. Nun gut. Ich glaube, von dieser Seite die Brücke zu überqueren, ist immer eine Qual. Au!
Hau der Maya nicht ins Genick. Hat ihr noch nichts getan? Noch nicht. Ah, dann werden wir mal kurz hier rasten. Nur um den Gifteffekt loszuwerden. Weil ich glaube, die sind jetzt für uns weit weniger gefährlich mehr. Was schaue ich mir da überhaupt an? Übrigens, der Gunde ist grün. Da drin ist auf jeden Fall noch ein wichtiges Item. Dachte schon, brennt da nur eine Schale. Darunter müsste ich nicht unbedingt. Irgendwo hier konnte man sich einen tollen Überblick verschaffen. Ich weiß bloß nicht mehr genau wo. Aua. Fiese Glibberschnecken. Aua. Genau, und hier haben wir nochmal Knochensplitter. Also man findet im Sumpf Knochensplitter und eine Estusflakonscherbe. So muss ein Heilwunder aussehen. Heilungshilfe, wo der andere vorhin gecastet hat. Naja. Es ist eins dieser Wunder, wo du dir denkst, naja, es bräuchte es nicht. Es ist auch nicht sonderlich effektiv. Aber gut, sie haben es eingebaut. So. Wir sind jetzt an dem einen Leuchtfeuer da drüben weg. Und ich muss mich beeilen. Diese schon... Ah, naja. Wie gesagt, vergiftet seinen Dark Souls 3. Bei weitem nicht mehr so schlimm. So. Jetzt gehen wir auf jeden Fall noch hierher. Das leuchtet nämlich auch etwas größer. Genau, Wolfsburg Grasklinge. Die ist wichtig für... Trinken. Für... Das zeige ich euch gleich. Einen Moment. Für... Mal kurz was getrunken. Für... Den Eid da. Den da links. Das hier. Das sind die Ferens Wachhunde. Etikette der Legion. Jawohl. Natürlich. Also ich werde ihn jetzt nicht beitreten, weil ich habe keine Lust irgendwie gerufen zu werden jetzt noch im Let's Play, weil ich möchte ein bisschen vorankommen. Es ist schon lästig, dass jetzt hier Invader wieder da waren. Hätte nicht sein müssen. Ganz wichtig. Hier ist eine unsichtbare Wand. Könnt ihr einschlagen, da bekommt ihr die Asche eines Traumjägers. Und die ist eigentlich... Naja. Ja... Gut, kann man brauchen, muss man nicht, kann man mal machen. Nee, die ist schon ganz brauchbar. Ich müsste jetzt auch auf der Wiki-Seite nachschlagen, was sie genau macht. Aber sie ist recht wichtig, weiß ich noch. Zwar sagt die Alte im Feuerbandschrein dann auch, also das gefällt mir schon so ein bisschen, hier das Meer und so. Wobei, das erinnert mich auch schon wieder, ich weiß, ich erwähne es, aber das hat ja ein bisschen was von Machula und Dark Souls 2, also auch von der Sonne, wie sie hier gerade steht und so. Ihr wisst, was ich meine. So. Und hier haben wir noch einen Mini-Boss. Ich hoffe, ich verkacke den jetzt nicht, was durchaus passieren kann, weil der macht immens viel Schaden. Das hier ist der streunende Dämon. Das soll der aus Dark Souls 1 sein. Ein Tipp meinerseits. Versucht, wenn ihr es euch traut, euch auf ein Bein zu konzentrieren. Aua. Böser Dämon. Nicht vollbrechen. Genau, weil dann passiert das hier. Wenn ihr euch auf ein Bein konzentriert, dann bricht er ein. Aua!
Das macht es jetzt nicht zwingend zu einem leichten Kampf, aber dennoch um einiges einfacher. So. Ah, eines verirrten Dämons. Streunender Dämon war ja der andere, der unterhalb. Naja, egal, aber ihr wisst, was ich meine. Eine Großaxt und was haben wir hier noch? Eine Glut. Sehr bitter ist natürlich. Habe ich gesehen. Der verirrte Dämon kann euch packen. Kann euch dahin schmeißen und wenn ihr dadurch dann sterbt, dann liegen eure Seelen da oben. Es gibt keine Möglichkeit, da oben hinzukommen. FromSoft, da habt ihr echt Scheiße gebaut. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber ich habe schon gesehen, dass es welchen passiert ist. Und das ist natürlich dann richtig, richtig, richtig mies. Vor allem, wenn deine ganzen Seelen da oben sind und es sind viele und du kommst da einfach nicht mehr dran. Das muss nicht sein. Aber gut, ich würde mal sagen, dann sind wir für diese Folge schon wieder fertig. Ist ja einiges passiert. Ich möchte jetzt hier noch eine schöne Aussicht zum Abschied geben. Maja, möchtest du unseren Zuschauern auch noch was sagen? Ja, sie hat es gelernt. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dark Souls 3. Bis zum nächsten Mal. Bis denne.